Hallo zusammen, wir freuen uns, euch heute die Bosch Professional Neuheiten und Aktionen vorstellen zu dürfen, die ab September 2018 im Fachhandel erhältlich sind. Mein Name ist Bastian Günther, Vertriebsmitarbeiter der Region Süd, und hier ist mein Kollege Roland Ziegler, Trainer im Schulungszentrum Leinfelden. Hallo zusammen. Ich freue mich, euch heute unsere Produktneuheiten vorzustellen. Anfangen möchte ich gern mit unserer ProCore 18 Volt Produktfamilie, unser stärkster Akku aller Zeiten. Für jede Anwendung der passende Akku mit 4 Amperestunden, mit 8 Amperestunden oder mit 12 Amperestunden. 4 Amperestunden, die gleiche Leistung wie bisher mit einem zweireihigen GBA 18 Volt mit 4 Amperestunden bei kompakterem Design und leichter. Für Anwendungen mit Akkuschrauber, mit Drehschlagschrauber, überall, wo ich ein kompaktes, leichtes Gerät brauche, mit entsprechender Leistung. ProCore 18 Volt mit 8 Amperestunden. Die ideale Balance zwischen Gewicht und Leistung. Im Vergleich zu Kabelgeräten erreichen wir hier Leistungen bis zu 1600 Watt und 12 Amperestunden. Maximale Leistung und maximale Laufzeit. Und auch hier gilt Kompatibilität zu allen 18 Volt Bosch Professional Elektrowerkzeugen und Ladegeräten. Schauen wir uns den Akku einmal im Detail an. Dank unseres Coolpack-Konzeptes leiten wir die Wärme ideal nach außen ab. Das Material, das wärmeleitfähig ist, umschließt die Zelle zu 100%. Und dadurch erreichen wir idealen Übergang der Temperatur von der Zelle nach außen an die Umgebung und erhöhen somit auch die Lebensdauer der Akkus, weil die Zellen nicht so heiß werden. Und wir können relativ lang mit den Akkus arbeiten, weil die Zellen während der Arbeit kühler gehalten werden. Auch bei den Zellverbindern gehen wir neue Wege. Wir haben Kupfer als Zellverbindungsmaterial verwendet. Dieses Kupfer wird durch ein Laserschweißverfahren auf die Zellen aufgeschweißt. Kupfer hat einen sehr geringen Innenwiderstand und dadurch haben wir sehr geringe Leistungsverluste. Dazu hat Kupfer sehr gute thermische Eigenschaften und führt dazu, dass das Kupfer auch die Temperatur der Zelle nach außen ableitet. Um zu verhindern, dass zwischen Gehäuse und den Zellverbindern Luft irgendwo gespeichert werden kann, haben wir im Gehäusedeckel ein spezielles Material eingebracht, das TPE-Material, speziell wärmeleitfähig, um auch hier zu gewährleisten, dass wir ideale Wärmeableitung nach außen haben. Hier hast du die Möglichkeit, dich selbst von unserem stärksten Akku aller Zeiten überzeugen zu können. Beim Kauf von ausgewählten Aktionstypen im Aktionszeitraum erhältst du entweder den ultrakompakten Einreiher Bosch ProCore 18 Volt 4 Ampere oder den Bosch ProCore 18 Volt 8 Ampere kostenlos dazu. Nähere Informationen zu den teilnehmenden Produkten findest du in der aktuellen Aktionsunterlage Bosch Aktuell. Unsere neuen Drehschlagschrauber GDX 18 Volt 200C, GDR 18 Volt 200C. Beginnen möchte ich mit dem GDX. GDX typisch bei uns für die 2-in-1 Aufnahme, für Direktaufnahme innen 6-Kant oder Aufnahme mit außen 4-Kant, wie wir das kennen, hauptsächlich in der Metallbranche. Unterscheidung zum alten GDX: extrem kurze Kopflänge. 200 steht für 200 Newtonmeter im Vergleich zu 180 Newtonmeter. Dann haben wir Schlagzahl 4200 Schläge pro Minute anstatt 3200 Umdrehungen pro Minute bei dem alten. Das macht sich extrem bemerkbar in den Anwendungen, in der Geschwindigkeit, beim Schrauben eindrehen beispielsweise. Des Weiteren, wie gewohnt, unterschiedliche Leerlaufdrehzahlen, maximal Leerlaufdrehzahl 3200 Umdrehungen pro Minute, aber einstellbar hier mit dem roten Betätigungsknopf, jeweils ca. 1000 Umdrehungen pro Minute weniger.
Und wenn es dunkel ist in der Anwendung, hier noch das Licht, das ich manuell ein- und ausschalten kann. Natürlich verwenden wir auch bei den Drehschlagschraubern EC-Motor, was den Schrauber extrem leistungsstark macht. Dann lässt sich noch erkennen, ProCore 18 Volt, 4 Amperestunden, ein geeignetes Gerät exakt für diesen 4 Amperestunden Akku. Der GDR 18 Volt für alle, die eben noch extrem kürzere Baulänge benötigen. Direktaufnahme innen Sechskant. Von der Funktionalität genau das gleiche. Erwähnen möchte ich nochmal speziell Connectivity, neues Feature, Sanftanlauf. Sanftanlauf notwendig für viele Anwendungen, wo ich sonst die Schraube beim Starten bereits kaputt mache oder mit dem Bit aus der Schraube rausrutsche. Da macht der Sanftanlauf Sinn. Nun möchte ich euch unsere erste Kartuschenpresse vorstellen, die GCD 18 Volt 600. Die 600 stehen für 600 mm maximale Länge der Kartuschenbeutel oder 400 mm für maximale Länge der Standardkartuschen. Beides kann im gleichen Gerät verwendet werden. Zu verwenden der Beutel brauche ich dieses blaue Kunststoffteil, was standardmäßig schon montiert ist. Zum Verwenden der Kartusche drehe ich dieses Kunststoffteil einfach einmal ab, setze entsprechend die Kartusche ein, setze mein Rohr auf und kann direkt starten mit der Arbeit. Wir finden hier zwei Betätigungsschalter. Der obere Betätigungsschalter, ich mache es mal mit der Hand, ist zur Entriegelung. Das heißt, die Zahnstange kann frei bewegt werden. Der zweite Betätigungsschalter dient dann zum Auftragen meines Materials. In dem Fall ist hier noch verriegelt. Wir sehen noch einen dritten Schalter, das ist der Verriegelungsschalter. Den öffne ich einmal und nun kann ich entsprechend Silikat, Silikon, Kleber entsprechend auftragen. Die Zahnstange bewegt sich nur geringfügig. Das kann ich ändern, indem ich hier fein einstellbar von 1 bis 9 die Geschwindigkeit der Zahnstange verändern kann. Wenn ich den Schalter loslasse, dann kann man sehen, dass die Zahnstange geringfügig nach hinten geht. Das heißt, wir haben eine Drucklinderung, damit kein Silikon vorne mehr austritt und ich ein sauberes Finale habe beim Auftragen von meinem Material. Kann dann entsprechend wieder verriegeln und mein Gerät im Auto sicher transportieren. Protection. Nicht nur eure persönliche Schutzausrüstung ist wichtig, sondern auch wir als Bosch, als Elektrowerkzeughersteller, tun alles dafür, dass wir Funktionen in das Gerät einbauen, das dafür sorgt, dass ihr euch weniger verletzen könnt. Anhand eines Winkelschleifers möchte ich die Hauptfeatures einmal zeigen. Hier zum Beispiel der Protection Switch, der sogenannte Totmannschalter, der dafür sorgt, dass das Gerät sofort abschaltet, wenn ich es fallen lasse. Integriert unser Kickback Control, das einen Rückschlag verhindert, wenn ich zum Beispiel Trennarbeiten mache mit einer dann eingebauten Trennscheibe, um Verletzungen vorzubeugen. Genauso unser neues Drop Control, wenn mir das Gerät runterfällt, dass es sofort, wenn es auf dem Boden ankommt, ausschaltet und nicht noch jemand verletzen kann. Des Weiteren natürlich Vibrationskontrolle, Vibrationsaufnahme durch den Vibrationshandgriff, das dafür sorgt, dass ich auch bei stundenlangem Arbeiten nicht vor Übermüdung hier die Hand öffne oder etwas passiert. Und bei unserem neuen Winkelschleifer, der GWS 18V-10, den wir im September auf den Markt bringen, werden wir auch unsere Bremse auf den Markt bringen, die 70% schnelleres Bremsen garantiert als bisher. Weitere Informationen zum Thema Protection findet ihr auf unserer Homepage oder in der neuen Bosch Aktuell. Hol dir jetzt die Bosch Limited Edition und profitiere vom dritten Akku im Paket. Im Einstiegssegment bieten wir den GSR 18V21 mit 3x 2,0 Ampere in der L-Box. Das Gerät hat ein 13 mm Kunststoffbohrfutter und verfügt über 21 Newtonmeter Drehmoment. Mit im Lieferumfang enthalten ist das Ladegerät GAX 18-30, das sowohl die 18 Volt Akkus als auch die 12 Volt Geräte laden kann.
Im mittleren Segment bieten wir den GSR 18V28. Hier bekommst du 3x 3,0 Ampere und eine höhere Leistung, nämlich 28 Newtonmeter Drehmoment. Mit dem Lieferumfang ist das GAL 1860 das schnellere Ladegerät mit 6 Ampere Ladestrom. Und hier das Topmodell, der GSR 18V60C mit 3x 4,0 Ampere. C steht in diesem Fall für Connectivity. Hier bekommst du dank des EC-Motors einen sehr kompakten und trotzdem sehr leistungsstarken Akkuschrauber. Mit im Lieferumfang sind die drei 18 Volt 4 Ampere Akkus und das GAL 1860 Ladegerät. Zusätzlich verfügt dieses Gerät über die Kickback Control und die Präzisionsrutschkupplung. Somit schonst du deine Handgelenke und drehst auch weniger Schrauben und Bits ab. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dieter Schulze, ich bin Produkttrainer bei der Firma Bosch. Heutiges Thema ist die Carbide-bestückte Lochsäge, die sich einreiht in unser Carbide Technology Programm. Schauen wir uns das alte an. Das ist also eine Bimetall-verstärkte Lochsäge gewesen, die allerdings den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen leisten kann, um gehärtetes Material durchzusägen. Hier haben wir jetzt unsere neue Lochsäge, bei der es uns gelungen ist, diese winzigen Hartmetallbestückungen auf diese Lochsäge aufzuschweißen. Das Ganze kommt komplett in einem neuen System mit unserem Power-Change-Adapter, das also im Vergleich zu dem Vorgänger ein wenig rückenverstärkt ist. Ja, und auch die Bohrer sind entsprechend verändert, sodass wir hier eine höhere Präzision erreichen. Doch kommen wir nun am besten zu einem Beispiel. Ich werde Ihnen mal vorführen, wie diese Lochsägen gegeneinander gearbeitet durch gehärtete Nägel durchsägen. Ich wähle hier jetzt den geeigneten Bohrer aus, der aus dem neuen System ist. Stecke ihn herein und wir sehen also auch die Kompatibilität zu unserem alten System. Ich habe jetzt hier unsere Bimetall bestückte Lochsäge und werde zusehen, dass ich durch gehärtete Nägel, die ich hier ebenfalls eintreibe, einmal durchsäge. So, den Arbeitsschutz nicht vergessen. Und los geht's. Wie Sie schwerlich sehen und möglicherweise sogar riechen können, ist damit diese Lochsäge völlig überfordert. Sie hat sich im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne ausgebissen. Wir versuchen es jetzt mit unserem neuen Carbide-bestückten System und Sie werden sehen, welchen Erfolg wir dabei haben. So, Sie haben gesehen, dass durch Geschwindigkeit und überhaupt die Möglichkeit, durch dieses gehärtete Material zu sägen, es einfach nicht zu überbieten ist. Ich möchte heute die GIS 1000C vorstellen und vergleichen mit der relativ neuen GTC 400C und möchte auch Details erklären, warum wir beide Geräte brauchen und für welchen Einsatz die Geräte besonders geeignet sind. Ich fange mit der GIS 1000C an. Was macht die Kamera im Speziellen? Oberflächentemperatur messen, Wärmebrücken definieren, über den Feuchtigkeitssensor dann auch den Taupunkt definieren. Gehe einmal ums Gerät selber. Und am einfachsten natürlich, ich fange mit dem 12 Volt Akku an, kompatibel natürlich mit unserem kompletten Programm, unseren Maschinen, großer Vorteil. Es gibt allerdings auch einen kleinen Adapter für Standardbatterien dafür.
Hier sieht man nochmal die Bezeichnung GIS 1000C. Hier oben in diesem Schutzbereich sehe ich den Micro-USB-Anschluss, um die Daten zu übertragen. Dann gibt es hier den Anschluss für diesen Typ-K-Sensor. Mit dem bin ich dann in der Lage, auch in Flüssigkeiten einzutauchen, in Lebensmittel einzutauchen, um die Temperatur innen zu überprüfen, also in alle Fluids, in alle Flüssigkeiten und Baumaterialien zum Beispiel. Hier die Arbeitsseite, ein großes Display, sehr hohe Bildauflösung ist gewährleistet und aufgrund von der Bezeichnung hier der Tastatur auch eine sehr einfache Bedienmöglichkeit. Ja, ich zeige jetzt einfach mal, indem ich hier diese Taste drücke, löse ich schon die Messung aus und aktiviere die Messung. Und man sieht jetzt hier die zwei Laserpunkte, die helfen mir sehr gut natürlich für die Orientierung, damit ich denn weiß, wo ich überhaupt messe. Wo ist der Haupteinsatz der GIS 1000C? Immer in den Bereichen, wo ich eine sehr konkrete, eine sehr detaillierte und hochpräzise Messung brauche, wo ich, wie gesagt, mit dem Typ-K-Sensor eintauchen muss und wo ich nach Isoliermaßnahmen auch zum Beispiel schadhafte Stellen definiere und vor allem über den Feuchtigkeitssensor die Gefahr der Schimmelbildung praktisch herausfinden kann. Zur GTC400. Auch hier haben wir jetzt natürlich wieder unseren 12-Volt-Akku im Einsatz. Auch hier gibt es den kleinen Adapter für Standardbatterien. Jetzt gibt es aber schon einen großen Unterschied zur GIS. Und zwar hier übertragen wir mit der GIS übertragen wir die Bilder via Bluetooth. Und hier übertragen wir die Daten, die entstehenden Messdaten per WLAN-Hotspot. Auffällig. Vorne haben wir zwei Kameras installiert, einmal die Originalbildkamera, einmal die Thermokamera für die Thermografiemessung. Die Bilder liegen übereinander und dadurch besteht für uns in der Anwendung die Möglichkeit, den Bild-in-Bild-Modus zu aktivieren und auch zu nutzen. Dann zeige ich jetzt, wie einfach man mit der GTC400 arbeiten kann. Indem ich meine Hand hier auf den Tisch auflege, ein paar Sekunden genügen. Ich mache eine Aufnahme, friere das Bild ein und kann jetzt schon ein Ergebnis sehen. Dieser Handabdruck, der hält sich jetzt hier minutenlang. Automatisch kann ich im Display erkennen, wo ist die höchste Temperatur, wo ist die niederste Temperatur und auch die Reflexionswärme ist erkennbar. Ich habe das Bild jetzt eingefroren, aber genauso gut kann ich es jetzt natürlich speichern, um dann nachher in meine spezielle Software praktisch zu laden und um dann eine weitere Bildbearbeitung zu machen. Der Unterschied zur GIS, hier arbeite ich sehr punktuell. Mit der GTC habe ich immer eine sehr großflächige Aufnahme, wenn es um das Thema Isolierung geht. Oder wenn es um das Thema Überhitzung geht, im Schaltschrank zum Beispiel. Isolierung wäre vielleicht eher das Thema im Fensterbereich, im Dachbereich, im Wandbereich, wo heute ja sehr intensiv isoliert wird, um Energiekosten zu reduzieren. Und da fühlt sich die GTC400 natürlich wohl. Bei Bosch Professional Messtechnik bieten wir eine attraktive Geld-Zurück-Aktion. Hier hast du die Möglichkeit, beim Kauf von Bosch Professional Messtechnik Produkten ab einem UVP von 249 Euro bis zu 75 Euro zurückzubekommen. Nähere Informationen zum Ablauf bzw. den teilnehmenden Produkten findest du in der Bosch Aktuell Aktionsunterlage.